Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal hier Droidenalarm auf dem Todesstern, was ja relativ neu noch dazugekommen ist mit dem Scarif DLC. Wir gucken mal, ob wir hier was reißen können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon mal eine Aufnahme von hatte. Ich glaube nämlich nicht. Ist ja auch mal was Schönes, dass ich hier mal was Neues zeigen kann. So, lass mich da mal gerade die Granate rüberwerfen. Los, los, los! Und hier der einzige Twi'lek bei uns. Was soll denn das? Oh, mit der Cycler. Mal, warum treffe ich den denn nicht? Hep. Der hat noch immer seine Cycler. Der will mir nur den Schuss drücken. Ich glaube, ich sollte hier mich mal ein bisschen verdünnisieren. So, heute machen wir natürlich kein Thema. Einfach mal so ein bisschen hier den neuen Todesstern-Kram zeigen, wenn es denn klappt. Vielleicht kriege ich danach ja noch Fracht. Das wäre natürlich sehr zufällig und sehr lucky. Aber warum nicht versuchen, ne? Warum nicht versuchen? Dann mach das Ding jetzt mal weg. Ich will das nicht da haben. Fällt mir nicht. Wir setzen mal eine Mine rein. Kann nur klappen. Den hauen wir um. Assist. Nicht mal den Kill bekommen. Schade. Laser-Stolpermine hat einen Kill gemacht. Sehr gut. Das heißt, hier sind welche. Ach, wieder einer mit seinem Sekundärfeuer. Kleben wir das da hin. So, kommt da einer? Ich glaube aber nicht. Hier kommen sie alle zu A. Gib mir die Heilung, gib mir die Heilung. Ja, ich habe sie noch bekommen. Er will auch noch in meine Stolpermine reinlaufen, ey. Wie schnell der an mir vorbei ist. Der Kerl. Das sieht gut aus, ne? Und es dauert, glaube ich, ein bisschen länger, bis man hier endlich mal gewinnt. Habe ich ja immer so ein bisschen bemängelt, dass das so schnell vorbei ist, Droidenalarm. Aber ich glaube, es geht ein bisschen langsamer jetzt voran. Wo kommen die alle her? Was zum Teufel? Da ist auch noch einer. Ah, kommt nur. Guck mal, wie der da abwartet. Ja. Typischer Sekundärfeuerboy, ja? Mist, ich hab zu lang gewartet. Ich wollte den Imploder hinter mich drücken, aber es... Ach, Mist. Na gut, das war's für mit Droidenalarm. Das ging super schnell vorbei dann doch noch. Die Gegner haben irgendwie nichts mehr hinbekommen. 9:1 gehen wir raus. War eigentlich ganz gut. Ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich. Bis gleich. Weiter geht's jetzt hier mit einer Runde Gefecht auch nochmal auf dem Todesstern. Irgendwie spielen wir heute die ganzen kleinen Modi, so wie es aussieht. Also beziehungsweise die Nicht-Kampfstation-Modis, aber mal schauen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Wir werden es sehen. Was habe ich denn bekommen? Druiden, sehr gut. Kann man doch nur gebrauchen eigentlich. Und noch einen Druiden, den brauche ich jetzt nicht mehr eigentlich. Ist da einer? Ne, da hinten sind welche. Ach, kommt schon. Stellen wir den Druiden nochmal hier hin, würde ich sagen. Wir haben relativ wenig gewechselt. Jetzt habe ich nur die DA-17 reingepackt. Guckt euch den da an. Guckt euch den da an, wie der abwartet. Wie der da abwartet. Na, wo sind sie jetzt? Hier ist, glaube ich, alles geklärt. Da war anscheinend ein ganz gutes Team dabei. Hab 3 Kills, hat der Druide eingemacht. Ich habe es nicht mitbekommen. Will auf jeden Fall noch versuchen, ein paar Stolperdraht-Minen-Kills zu machen, ne? Das wär jetzt schon eine coole Sache. Au, da hat einer gegengeschossen. Was mache ich denn jetzt hier? Wartet hier einer? Das sieht mir fast so aus, aber nee. Hinter mir sind jetzt welche. Na gut, dann drehen wir halt um. Dann kriege ich über die Distanz nicht. Ist halt so eine Sache. Oh oh. Ich mache jetzt hier vielleicht ein bisschen zu aggressiv, ja. Muss hier so stehen bleiben, dass man sieht, ob einer kommt. Ah, nein! Und jetzt kriege ich den Stolperdrahtkill. Ich habe einfach den einen Schritt zur Seite gemacht, der mich dann das Leben gekostet hat, weil ich dann kurzzeitig neben den Kopf geschossen habe. Das war unglaublich dumm. Ach, aber naja, was will man machen, ne? Was will man denn tun? Man kann ja leider nicht immer perfekt spielen. Ah, DA-17 macht immer noch unglaublich Spaß. Jetzt war ich gerade abgelenkt von diesem komischen Druiden da auf einmal. Wo ist denn der hingerannt? Da sitzt einer im Park. Ach, da kann man auch rein. Okay. So, kleben wir da mal wieder hin. Ach, die Laserstolperdrahtmine ist einfach nur lustig, oder? Also ich mag die. Auch wenn sie nicht unbedingt super stark ist oder so, aber... Der hat mit seiner Birne meine Granate abgewehrt hier. Wenn du das hinkriegst, so geskillt, richtig absichtlich die Granate so um Ecken zu werfen mit so einem Typen, der einfach vor dir steht. Mit deinem Partner, dann bist du aber echt gut. Jetzt könnte mal langsam wieder einer in meine Mine laufen.
Er hat irgendwie keinen Durchblick gehabt, der Stormtrooper. Der da auch nicht. Also manche hier, der reagiert, die reagieren alle nicht darauf, dass auf sie geschossen wird. Na, die liegt, glaube ich, gut. Jawohl. Nochmal ein Kill weg. So, jetzt müssen wir ja aber auch mal mein Merkmal hochtreiben. Ich meine, ich habe ja schon leider den Tod kassiert. Ich war da, glaube ich, schon fast auf Stufe 3, oder? Mit 8 Kills. 15, jetzt haben wir 7. Ja, es dürfte knapp davor gewesen sein, glaube ich. Vielleicht hatte ich es auch schon. Wer weiß, wer weiß. Ach, die DR-17 macht aber auch echt Spaß, ne? Wie gesagt, für einen Anfänger, ich würde die Waffe immer empfehlen. Die hier und die A280C. Sind einfach eigentlich relativ einfach zu lernen. Waffen vielleicht auch ein bisschen schwierig zu mastern, aber einfach für den Anfang sehr, sehr effizient und gut. Nein, 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 nein. Der ist fast runtergefallen, habt das gesehen. Ah, und dann kommt der Dings. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da irgendwie 3 Leute in der Ecke stehen. Ich habe irgendwie gedacht, ja komm, da steht so einer, 2 vielleicht. Aber nee, da standen sie zu dritt und haben alle nur gewartet, bis die Tür aufgeht. Immer diese Leute, die hier so rumsitzen nur in dem Spiel. Bewegen könnte man sich auch mal. Da saß jetzt nicht ernsthaft einer im Fahrstuhl und hat gewartet, bis ich da vorbeigehe, ne? Das kann doch jetzt nicht wirklich euer Ernst sein. Der saß jetzt wirklich ungelogen. Da saß einer im Fahrstuhl und hat gewartet. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, wie man so krass abcampen kann. Oh, das schaffe ich nicht. Kriege ich doch noch ein paar Tode rein. Na wirklich, ich bin immer noch fassungslos über diesen Typen. Dass der auch gerade mich nimmt. Da hätte er so viele töten können und der nimmt mich. Na, der war jetzt eigentlich unnötig dafür, aber... Guten Tag, Herr Suchtdruide. Du übernimmst für mich, Kollege. Machen wir mal die Tür auf. Nein, mal führen wir. Wo mich das ein bisschen wundert, dass wir nur mit 10 Punkten führen wieder mal. Ich habe doch eigentlich locker 10 gemacht. Ja, 15 bin ich sogar in Führung. Naja, da wird mir wieder so ein bisschen die Hürde gegeben hier. Von wegen, ey, kriegst hier die besten Teammates. Obwohl ich doch eigentlich recht zufrieden bin. Ich meine, ich hatte hier mal 40-0 und hat trotzdem verloren. Die legendäre Runde, wer erinnert sich noch dran? Traurig, traurig. Ein schwarzer Tag. Jetzt gucke ich hier in jeden Fahrstuhl rein, ne? Ah. Auch nicht schlecht. Ah, oder auch doch. Wie sie da alle warten. Kann man mal die Tür auf. Bitte? Okay. Der Imploder mit Nachwirkungen, oder was war das gerade? Geh mal hier lang. Mag das ja nicht so gerne, immer mit den ganzen Leuten mitzugehen. Deswegen gehe ich ganz gerne auch mal alleine. Kann man hier auch so ein bisschen flankieren und so. Da unten sitzt jetzt einer in der Falle. Der wartet auf meinen Thermaldetonator, bis er platzt. Und da ist er schon weg vom Fenster. Na, ich kam nicht durch. Verdammt, ich Idiot. Oh, oh. Also der hat ja gar nicht getroffen, der Typ. Glück gehabt. Der hätte mich nämlich locker weghauen können. Wo ich da gerade mit dem blöden Droiden beschäftigt war. Na, komm nur her, du. Komm nur her, du. Und dich da, dich schnapp ich auch noch. Oh, hinter mir. Oder was? Wo ist der? Wer hat mich da gerade getroffen? Kollege, rette mich. Von Arsch, ey. Rettet mich nicht. Dann mache ich es halt selber. Muss mal wieder alles selber machen, ne? Guck mal, da sitzt schon wieder einer. Also manchmal, da hocken die hier so rum. Das wundert mich auch. Das ist gar nicht mal so effizient in dem Spiel. Oh nein. Oh, warum sind da so viele? Mist, ich habe nicht aufgepasst. 32,6. Ach. Ich krieg mein Merkmal einfach nicht hoch. Und wenn ich es hochkriege, kriege ich immer dieses verdammte, blöde Geschütz. Ach, wer mag das Geschütz denn auch schon? Hallo. Rein da! Attacke! Wer sind hier die Sturmtruppen, ne? Wer stürmt hier wen? Weiß der eine ist noch rechts von mir da irgendwo. Der da war das, der mich die ganze Zeit abgeschossen hat. Jetzt auch noch hinter mir. Also, von wo kommen die denn? Kannst du den mal töten? Da steht einer direkt neben dir. Oh nein, da liegt eine Granate. Flucht nach vorn! Was, jetzt wieder ein Imploder mit Nachwirkung? Nee. Nein, warum? Mist. Geht das da durch? Nee, ne? Wäre ja auch zu lustig gewesen.
Pfeffern wir den dahin. Zack. 37,6. Na gut, ich hatte schon bessere Runden. Aber immerhin eine 9er KD. Nee, Quatsch. 9er KD, so ein Quatsch. Eine 6er KD. Lief doch, lief doch. Gut. Ich würde sagen, wir machen aber noch irgendwas hinten dran, ne? Muss ja. Gehen wir einfach mal die ganzen kleinen Spielmodi durch beim Todesstern. Vielleicht kommt ja nochmal was Kleines. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nach dem Cut. Bis gleich. Weiter geht's mit noch einer Runde Droidenalarm. Kommen hier immer die gleichen Modi, ich weiß auch nicht wieso. Wir spielen hier mit der DT-12 und wir spielen nochmal auf dem Todesstern natürlich. Schauen wir mal, ob wir diesmal auch wieder so souverän gewinnen. Ich habe diesmal leider gar nicht die Stolperdrahtmine dabei, aber naja, was soll's, ne? Habe ich jetzt vergessen. Die krassen Fallen und so weiter kann ich auch irgendwann anders nochmal legen. Irgendwann kommen sie nochmal. Wo ist denn der? Der ist über mir hier irgendwie. Da sitzt einer. Da hat einer eine Falle für mich gelegt. Da liegt doch eine Stolperdrahtmine hier. Hier war doch irgendwo eine. Ach da, die macht das von da aus. Das war ja sogar eine freundliche. Unglaublich, aber wahr. Haben wir einen erwischt. Oh, was für ein Schuss. Einfach blind rein und getroffen. Hex wieder mal confirmed. Es sieht mir so aus. So, ich will auf jeden Fall mein Merkmal wieder hochkriegen. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise. Ja, doch, anscheinend. Wenn die mich nicht treffen, kann ich auch nichts tun dafür. Ja, gehen wir einmal hinten rum. Gucken wir mal. Guck mal, da warten sie alle. Also nicht damit gerechnet, dass ich hier flankiere. Und da kriege ich die ganzen Kills. Läuft doch einfach. Ich liebe es zu flankieren und dann merkt man schon wieder, dass die Gegner nicht so stark aufs Radar achten. Wenn man so im Kampf ist, kann man das ja auch verstehen, ne? Aber die Augen trügen einen eventuell. Oh, gut, dass ich den ausgewichen bin oder der nicht getroffen hat. Ach komm, jetzt gewinnen wir wieder so schnell. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch hier mal eine längere Runde haben. Ah, ich liebe die DT-12, ne? Das ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingsblaster. Auch wenn die gar nicht so stark ist, wie ich finde. Aber ich mag sie einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also auf Kopf macht die natürlich unglaublich viel Schaden. Wirklich unglaublich viel. Aber jetzt gucken wir mal. Hier muss noch irgendwo einer rumhocken. Den hat er, glaube ich, gerade, der Typ. Na, fällt der runter? Ja. Der fällt runter. Na ja, gut, komm, nimm du den. Du brauchst die Punkte. Ich habe schon mein Merkmal hoch, von daher brauche ich sie nicht mehr. Das ist super. Das war jetzt Quatsch, glaube ich. Obwohl, der Imploder sitzt. Der Imploder sitzt richtig. Wer hat mich da gerade noch beschossen? Der da? Und dann treffe ich gar nichts. Da haben wir ihn. Jetzt kriege ich aber wirklich kaum... Ah, komm, sitzt das Ding? Nee, gar nicht. Ah doch, ich glaube, das saß ganz gut. Jetzt kriege ich aber wirklich kaum Power-Ups gerade geschenkt, ne? So, wieder flankieren, flankieren, flankieren. Sitzt hier oben noch einer? Da ist er doch. Wollte auch gerade sagen, wieso habe ich denn sonst einen Hitmarker bekommen? Und kabums. Nein, 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 nicht, nicht durch die Oxys sterben. Nicht so einen unehrenvollen Tod durch eine Giftgranate, das wäre ja was. 18 zu 0. Das läuft auf jeden Fall wieder. Es ist super. Ach ja, ach ja, ach ja. Also auf dem Todesstern kriege ich irgendwie echt immer super gute Stats hin. Oh, fast runtergefallen. Warum drücke ich da überhaupt noch? Also ich meine, das war mir von vornherein klar, dass das nichts werden kann. Dem Streugeschütz über so eine Distanz. Den haben wir. Na, wo sind hier die Nächsten? Guten Tag, ihr zwei. Oh, oh. Lockt mich mal nicht, bitte. Oh, 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 oh. Er ist runtergefallen. Der ist... Und? Was? Meine Granate kam doch noch. Ah, der eine ist runtergefallen. Das war einfach zu witzig. Da war ich einfach zu tief wieder mal irgendwie drin. Auf einmal haben sie sich alle umgedreht und sind zu mir gekommen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Tür, geh auf. Nee, leider nicht. Ach, wir kriegen den schon hier. Sind hier gar keine mehr von den Gegnern. Wir haben die Droiden gesichert. Kriegen wir nochmal ein paar Prozente? Das läuft doch. Das läuft auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Ach. Also auf diesen ganz großen Gebieten, da kann ich nicht viel reißen mit meiner Waffe. Tja, sorry, Mann. Guck mal, der hatte sogar Ionenschuss dabei. Unser Kumpel. Wo kam der denn jetzt her? Ist der von oben runtergesprungen? Mich auf jeden Fall ganz schön gemein wegrevolvert. Jetzt ist mein Merkmal wieder weg. Das ist so typisch, ne? Einmal mein Merkmal oben. Krieg kaum
kaum gute Power-Ups irgendwie und dann ist es sofort wieder weg. Hätte ganz gerne mal so ein Geschütz gehabt, eine Umgebungsbombe gehabt. Sowas im Dreh, aber gab's leider nicht für den guten Tombi. Leider nein auch. Jetzt sporn ich hier aber immer an der gleichen Stelle auch. Da will ich nicht mehr sein, also wirklich. Wie kommt der denn jetzt schon wieder her? Ach, das läuft ja gar nicht, Mann. Vier Tode, ey. Warum mache ich Partnerstart? Warum? Ich sehe, dass der im Dioxe steht. Ne? Ich sehe es sogar. Dennoch mache ich es. Also nach so einem wunderschönen Anfang, der ist total abgekackt gerade. Ah, ich hätte nicht die Sets angucken sollen. 18-0. Oh, die werfen aber auf. Wer spielt denn hier alles mit Dioxis? Die blockieren ja jeden Weg, den man gehen kann. Hier ist auch noch... Da ist auch noch Dioxis. Das gibt's doch gar nicht. Gehen wir eben wieder hier lang. Guten Tag, hier zwei Druiden. Alter Schwede, ey. Komm hier gar nicht mehr weg irgendwie. Ich werde hier nur noch fertig gemacht. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber es läuft überhaupt nicht mehr. Wir verlieren. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Da ist noch einer. Ja gut, den haben sie. Oh mein Gott, ey. Und dann wieder sowas, ne? Sowas, wo man gar nichts gegen machen kann. Bitte lass mich jetzt wo ganz anders bauen. Ich will nicht mehr hier hinten bleiben. Will hier irgendwie wieder durchkommen, aber es klappt einfach gar nicht. Die sitzen hier einfach zu viel. Es ist einfach zu viele hier da. Kommen gerade irgendwo. Jetzt bin ich hier mal raus aus diesem Teufelskreis. Sehr schön. Oh mein Gott, ey. Jetzt holen wir uns hier den Druiden. Gehen hier schön um die Ecke. Hier sind, glaube ich, einige in dem Gebiet. Oder auch nicht da oben. Na komm, wenn da noch einer die Tür aufmacht. Der sitzt oben. Ich habe den nicht gesehen eine ganze Weile lang. Gut, dass der mich irgendwie nicht besiegt hat. Hatte mich schon gewundert, wo der saß und so weiter. Es ist überall die Dioxis, Mann. Und wo wurde ich denn jetzt getroffen gerade? Haha. Das gibt es nicht hinter mir. Boah. Meine Güte, ich will doch nur mal ganz kurz ruhig stehen bleiben können. Aber es ist überall Dioxis und eine oder andere Gefahren. Dioxis und andere Gefahren. Da ist einer hinter mir. Typ fühlt sich auch verarscht, den ich gerade habe sterben lassen. Die Rolle. Oh, da kommt noch einer. Ich hoffe, der kommt jetzt, dass ich ihn so ein bisschen baite hierher. Ja. Es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Nein, da liegt auch noch eine Mine. Oh, ich komme hier nicht weg, wie die mich jagen. Meine Güte, ey, bin ich hier angespannt gerade. Ich stehe hier mit 15 HP und es kommen einfach immer mehr. Als wäre hier so ein Spawner von denen, ey. Ah, da hat einer mit einer Granate so viele weggehauen. Jetzt läuft's gerade wieder immerhin. Na komm, machen wir das Geschütz kaputt, bevor da meine Teammates sich aufregen. Halt, das nehme ich natürlich mit. Ach, ich hab was, ich hab was. Ja, dann so einmal. Zack. Na, ich hab gehofft, die Tür wäre unten noch offen, aber leider nein. Wieder einfach seinem Kumpel folgt, obwohl er gesehen hat, dass ich auf den schieße. Hey, guckt euch das mal an. Das ist hier echt der Ansturm. Die kommen hier immer irgendwie in so richtigen Wellen, als wären das hier irgendwie Computergegner. Nein, 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 ich treffe gar nichts. Bitte blockiert mich nicht, danke. Oh, meine Güte, ey. Ich glaube, sowas hatte ich vorhin auch an Stats, irgendwie 36,5 oder so. Könnte passen. Ne, es waren 39,6, ne? Ich glaube schon. Oder 38,6 oder so. Vielleicht werden wir diesmal noch besser oder auch schlechter, wir werden es herausfinden. Kommt halt ein bisschen drauf an, wie oft ich jetzt noch sterbe. Wenn ich jetzt wirklich gar nicht mehr sterbe. Was? Ja. Wenn ich denn gar nicht mehr gestorben wäre.
Dann hätte das klappen können. Vielleicht habe ich jetzt echt die gleichen Stats wie vorhin. Oh mein Gott, da sitzt einer da ganz hinten. Und die Granate? Sitzt leider nicht. Ich bin hier immer gefangen. Ich will doch nur leben. Da ist auch noch einer. Jetzt wieder Flucht nach vorn. Oh, da kam schon das Sekundärfeuer. Leute, das ist doch nicht normal. Wie sind denn das hier? Das sind eigentlich 12 gegen 12. Ich bin hier irgendwie immer alleine gegen 8 oder so. Und dann laufe ich schon weg vor drei Leuten. Dann kommen mir einfach drei entgegen. 40 zu 7. Mist. Leider ein Tod zu viel. Aber das war auch dumm, weil ich da runtergerollt bin. Also mit dem Rollen da, das war eine dumme Idee. Naja. Gut, ich würde sagen, das war es jetzt aber auch wirklich mal mit der Folge. War schön, mal hier Druidenalarm spielen zu können. Fracht kam leider nicht. Kann ich leider nicht ändern. Aber gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin sage ich ciao.